Live aus Köln. Der Presseclub mit Jörg Schönenborn. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Sonntagmittag. Die Meldung dieses Wochenendes passt ganz gut zu dem Thema, das wir uns für heute ohnehin vorgenommen hatten, dem Dauerstreit von CDU und CSU. Die Meldung ist diese. Die Bild-Zeitung hat berichtet, dass Bundespräsident Gauck morgen der Kanzlerin und übermorgen der Öffentlichkeit mitteilen will, dass er für eine zweite Amtszeit nicht mehr zur Verfügung steht. Das war an sich erwartet worden, aber der genaue Zeitplan bislang unklar. Schon in guten Zeiten ist es für Regierungsparteien ein ziemlicher Drahtseilakt, einen Kandidaten für dieses Amt zu nominieren und in der Bundesversammlung durchzubringen. Aber für CDU und CSU sind es keine guten Zeiten. Die Umfragewerte sind im Keller, im aktuellen Deutschlandtrend gerade 32%. Vor allem aber ist es die offen ausgetragene Feindseligkeit der letzten Wochen und Monate, die nicht nur die Parteien, sondern die Politik insgesamt behindert. Auch wenn es jetzt Versöhnungssignale gibt, sind harte Worte in der Welt und man fragt sich, wie es weitergeht. Unser Presseclub-Thema heute: Merkel und Seehofer im Dauerkonflikt. Passt das noch zusammen? Und ich freue mich auf diese Gäste. Margarete van Ackeren ist bei uns, Parlamentskorrespondentin des Nachrichtenmagazins Focus. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ich freue mich, dass Christine Schröpp wieder da ist, leitende landespolitische Redakteurin der Mittelbayerischen Zeitung aus Regensburg. Herzlich willkommen. Ich begrüße Alexander Junkunz, stellvertretender Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten. Und Nico Fried ist mal wieder bei uns, Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung aus Berlin. Insgesamt also eine recht bayerische Besetzung. Herr Fried, fangen wir mit dem Bundespräsidenten an. Bild meldet das. Das Bundespräsidialamt sagt nichts dazu. Halten Sie die Meldung für glaubwürdig? Glauben Sie, dass es so ist, dass Gauck nicht wieder antritt? Ja, zunächst, was den Zeitpunkt angeht, hat der Bundespräsident ja selber gesagt, Frühsommer. Und meteorologisch gab es da jetzt kaum noch Argumente dagegen, jetzt mal so rauszukommen und das zu verkünden. Das wird diese Woche stattfinden. Wann ganz genau, weiß man nicht. Es gibt ein paar Punkte, die dagegen sprechen, dass es am Dienstag ist, weil er da auch andere Termine hat. Vielleicht findet es auch schon früher statt. Und in der Sache ist es auch nicht wirklich eine Überraschung. Wobei es, glaube ich, schon noch ein paar Leute gegeben hat, die mehr gehofft als erwartet haben, dass er noch mal für eine zweite Amtszeit kandidiert. Ich persönlich glaube, ohne dass ich wirklich das aus nächster Nähe beurteilen kann, dass er vielleicht nicht jetzt sagt, ich fühle mich zu schwach, um noch ein zweites Mal anzutreten. Aber eine Amtszeit von 5 Jahren, das wäre dann schon eine ganz schöne Strecke gewesen für einen Herrn in diesem Alter. Und ich glaube auch, dass er etwaige Überlegungen, die es vielleicht mal gegeben haben mag, dass er nur eine halbe Amtszeit oder so macht, dass er die von vornherein unterlassen hat. Einfach auch, weil wenn man das macht, dann interessiert sich ja eigentlich kaum mehr jemand für den Präsidenten, der im Amt ist, sondern dauernd wird die Frage gestellt, wer ist dann der Nächste. Das ist übrigens auch ein Problem, was er dann ab dem Zeitpunkt haben wird, wenn er sich erklärt. Frau van Ackeren, Sie sind auch nah dran in Berlin. Haben Sie eine ähnliche Einschätzung? Ja, was den Punkt angeht, in der Tat habe ich genau dieselbe Einschätzung. Es ist natürlich zu früh, wirklich offiziell über Nachfolgefragen zu reden. Aber ich glaube, dass vielleicht schon morgen der Startschuss fallen wird. Und dann haben die Parteien große Konflikte auszutragen, weil es sehr schwer ist mit der Mehrheitsbildung. Die Bundesversammlung ist so, dass nach jetzigem Stand, es gibt ja noch Wahlen, die die Ergebnisse verändern können, die jetzige Große Koalition eine Mehrheit stellen könnte für die nächsten Bundespräsidenten oder auch Schwarz-Grün. Ich glaube aber, dass beides nicht so leicht sein wird. Ich glaube nicht, dass die Union zusammen mit der SPD einen Kandidaten benennen wird, zum Beispiel. Bevor wir über die politischen Folgen reden, Joachim Gauck, Frau Schröpp, war der erste Bundespräsident, der nicht mit einem Parteibuch in dieses Amt kam. Wenn Sie die politische Situation insgesamt sehen, seine Person, seine Leistung bewerten, ist es dann gut, dass er jetzt einen Schnitt macht oder bedauern Sie das? Ich glaube, dass es gut ist, dass er jetzt einen Schnitt macht, weil das genauso ist, wie der Herr Fried gesagt hat, dass das eine lange Amtszeit ist, die er ansonsten schwerlich wahrscheinlich hätte absolvieren können. Ich finde es gut, dass er jetzt einen Schnitt macht, ja. Herr Junkunz, es gab noch keinen Bundespräsidenten aus Bayern. Es gab noch keinen. Oder Franken, wo Sie herkommen. Nein, aber wir nehmen das größere Bayern. Es sind jetzt Bayern im Gespräch. Es sind ja schon viele Namen, die jetzt gehandelt werden. Da sind wir immer sehr schnell mit Namen, Name-Dropping.
das Karussell ist völlig offen. Das wird jetzt noch lange dauern. Es wird sehr mühsam, wie Frau von Ackeren schon gesagt hat, angesichts der Mehrheitsverhältnisse. Zumal wir ja dann nach der Bundestagswahl wahrscheinlich ganz andere Mehrheitsverhältnisse im Bundestag haben, was die Sache auch noch mal komplizierter machen wird. Und Bundespräsidentschaftswahlen waren ja schon oft in der Geschichte dieses Landes Wegweisungen für die Koalition, sich da anbahnt. Die Mehrheits, Sie merken, meine Stimme ist ein bisschen belastet, aber ich bin mit Pastillen und Wasser ausgerüstet, also ich tue mein Bestes. Was die Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung angeht, hätte die Große Koalition eine Mehrheit. Also Union und SPD könnten sicher einen Kandidaten gemeinsam durchbringen. Union und Grüne wahrscheinlich auch, das reicht eigentlich auch. Knapper wäre es für Rot-Rot-Grün, also SPD, Grüne und Linke. Aber das sind eigentlich, wenn man jetzt klassisch auf die Parteien guckt, die drei Konstellationen, die rechnerisch gehen. Was erwarten Sie denn jetzt politisch? Die Lager werden sich positionieren. Sie werden versuchen, je eigene Kandidaten zu finden. Ob die dann durchsetzbar sein werden, das wird ein langes, mühsames Ringen sein. Also das ist jetzt zu früh, sich schon festzulegen auf Spekulationen. Aber die Lagerbildungen haben ja schon längst begonnen. Und die Linken versuchen, den Kandidaten zu finden. Die Konservativen haben auch schon verschiedene Namen benannt. Wir werden es beobachten und einordnen. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es eine Diskussion sein wird, die jetzt zunächst mal in der zweiten Reihe stattfindet. Denn so wie ich Frau Merkel einschätze und ehrlich gesagt auch Herrn Gabriel und auch Herrn Seehofer, werden die sagen, aus Respekt vor dem noch im Amt befindlichen Bundespräsidenten, machen wir uns unsere Gedanken. Aber die eigentliche Entscheidung treffen wir erst Ende des Jahres oder Herbst frühestens. Denn wenn da mehrere Kandidaten jetzt über einen so langen Zeitraum gehandelt werden, dann ist das für die Kandidaten nicht besonders schön und es beschädigt auch das Amt des Bundespräsidenten ein wenig. Also ich finde, man sollte jetzt auch Respekt haben vor ihm, dass er sagt, ihr könnt euch darauf einrichten, ich stehe nicht noch mal zur Verfügung, aber deswegen muss man jetzt nicht gleich so tun, als gäbe es ihn gar nicht mehr. Ist das ein weiteres Thema, bei dem Merkel und Seehofer Probleme haben werden, sich zu einigen? Also bei so wichtigen Dingen wie Biogas für Landwirte ist das schwierig. Bei Details der Erbschaftssteuer für mittelständische Unternehmen tun die sich schwer. Ich sag mal, bei weniger großen Themen ist es schon nicht so leicht. Also ich glaube, es gibt in der Tat ganz, ganz viele Themen, bei denen sich die beiden schwer tun. Sie werden aber, wäre meine Prognose, bei der Bundespräsidentenfrage so klug sein, sich irgendwie zu einigen, zumal das wahrscheinlich auch möglich ist. Es gibt einige Namen, ich sag das mit aller Vorsicht, und in der Tat, der amtierende Bundespräsident, unser Bundespräsident, ist natürlich noch im Amt, aber es gibt Namen aus der Union, die jetzt so dezent ins Spiel. Es verstößt doch nicht gegen Pietät, Namen zu nennen. Ich finde es aber etwas seltsam, es zu tun. Wolfgang Schäuble. Ich nenne ihn auch welche. Aber es ist natürlich so, dass noch Herr Gauck nicht gesagt hat, dass er aufhören wird. In der Tat, wie Sie sagten, Norbert Lammert ist ein Name, der hoch gehandelt wird. Er ist jetzt der zweite Mann im Staat als Bundestagspräsident. Auch der Name Schäuble fällt. Schäuble wäre sehr, sehr spannend mit Blick auf die Gemengelage zwischen CDU und CSU, weil er sich jetzt auch in den letzten Tagen ziemliche Fingerhakeleien mit der CSU geleistet hat oder vielleicht auch umgekehrt die CSU mit ihm. Also das wäre auch ein sehr spannender Name, wenn es um das Unionslager geht. Würden Sie schon Wetten annehmen, Herr Fried, oder Wetten eingehen? Sie, meine Erfahrung mit den Personalentscheidungen von Frau Merkel ist, dass man da sehr vorsichtig sein sollte. Also Horst Köhler hatte damals niemand auf dem Zettel. Christian Wulff war ja auch, lange Zeit war ja Ursula von der Leyen favorisiert gewesen. Die war es quasi schon, ne? Die hat sich schon gefeiert. Die war es fast schon. Und dann umgekehrt ist ja Frau Merkel überrascht worden dadurch, dass die FDP umgefallen ist zu Herrn Gauck oder geblieben ist bei Herrn Gauck und sich mit SPD und Grünen damals zusammengetan hat. Und auch wenn Sie an die eine oder andere Kabinettsbesetzung denken, Frau von der Leyen, die heute Verteidigungsministerin ist, wetten auf Personalvorschläge von Frau Merkel sind eine ganz riskante Sache. Besteht das vielleicht als letzte Frage zu diesem Komplex, sieht jemand die Möglichkeit, dass man sagt, es war ein gutes Role Model, ein gutes Beispiel, einen Bundespräsidenten zu haben, der nicht aus einer Partei herauskommt und dass man daran anknüpft und dass zum Beispiel auch Frau Merkel oder Herr Seehofer wieder jemanden so suchen aus dieser Reihe? Also Gauck hat ja dem Amt die Würde, die vorher etwas beschädigt worden ist durch die beiden Vorgänger und die Art und Weise ihres Ausscheidens aus dem Amt wiederhergestellt, finde ich. Ich glaube, das kann man schon als Zwischenbilanz ziehen. Er hat die Rolle gut gemacht. Er hat
das Land gut verkörpert. Er hat auch Akzente gesetzt in der Zuwanderungs-, in der Flüchtlingspolitik. Akzente, die Brücken geschlagen haben zwischen den beiden Lagern innerhalb der Union, auf die wir ja später noch zu sprechen kommen. Er hat vielleicht die Dinge gesagt, die sowohl Seehofer als auch Merkel so hätten sagen können mit, ja, wir sind ein offenes Land, aber es gibt auch Grenzen der Zuwanderung. Das war ja die vereinte Position quasi von Merkel und Seehofer, die als Antipoden kämpfen. Da hat er schon einiges Bemerkenswerte auf den Weg gebracht. Also insofern finde ich, das Modell hat sich bewährt. Nicht nur verschiedene Zeitungen, Ihre zum Teil auch, sondern auch Nachrichtenmagazine titeln an diesem Wochenende mit dem Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, nämlich dem Umgang des CSU-Vorsitzenden Seehofer mit der CDU-Vorsitzenden Merkel. So sieht das dann beim Spiegel aus. Seit gestern auf dem Markt, geht's noch, fragt der Spiegel. Und wenn wir ein bisschen näher rangehen, dann sehen wir dieses herrliche Bild, die beiden auf dem Sofa. Das wir einfach mal stehen lassen, Frau Schröpf. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das sehen? Ja, dass es eigentlich eine Stretch-Couch sein müsste und dass die noch zu nah beieinander hocken. Und dass die Meldung von heute früh, dass also eine Einigung wieder gibt und die Vertrauensbasis quasi jetzt wieder aufgebaut werden soll oder noch da ist, dass ich dem Frieden noch nicht traue, und zwar noch lange nicht. Und allein diese Aussage, es gibt jetzt wieder eine Vertrauensbasis, auf die man aufbauen kann, heißt ja, dass die weg war. Und wenn die weg ist, dann kommt die ja so schnell nicht wieder. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht wie eine Lampe, die man anknipsen kann. Was denken Sie bei dem schönen Bild Ihrer Konkurrenz? Ja, in der Tat, die beiden sind Kilometer auseinander und das wird sich im Kern auch nicht ändern. Es ist aus Unionssicht natürlich wünschenswert, dass sich die beiden zusammenraufen, weil dieser Dauerkrieg, der ja seit Monaten geht, wirklich seit Beginn der Flüchtlingskrise verhaken sich die beiden, kommen sehr, sehr heftige Attacken aus Bayern. Deswegen ist es absolut notwendig, dass sie sich, wie auch immer, sag ich zunächst mal, einigen, weil ansonsten die Wahlchancen der Union insgesamt massiv gefährdet sind. Es hat ja auch Wolfgang Schäuble jetzt noch mal sehr deutlich das Wort ergriffen. Der hält sich in Parteifragen normalerweise zurück. Und er hat sehr klar gesagt, so geht's nicht weiter. Und hat auch eine Art Mahnruf in Richtung CSU geschickt. Nach dem Motto, das ist kein Streit zwischen CDU und CSU, sondern einer, in dem ihr permanent unsere Kanzlerin attackiert. Herr Jungkunst, der Stil der politischen Auseinandersetzung in Bayern war immer etwas anders als im Rest der Republik. Streit zwischen den Unionsparteien hat's immer gegeben. Auch zwischen Merkel und Seehofer. Aber irgendwie haben die beiden doch über viele Jahre ein professionelles Verhältnis gehabt. In den letzten Monaten ist das nun eskaliert. Das eine ist die Frage, ob wirklich jetzt mit Ansage das Verhältnis wieder gekittet ist. Aber mich interessiert im Moment die Frage, wie konnte das passieren? Wie konnte es zu diesem massiven Bruch kommen? Es ist ja richtig, was Frau Schröpf sagt. Wenn man sagt, die Vertrauensgrundlage ist jetzt wieder hergestellt, ist das ja auch das Bekenntnis, dass sie weg war. Ich glaube auch nicht, dass sie schon wieder da ist. Also das ist ja auch eine kühne Behauptung jetzt von Seehofer, dass das Vertrauen plötzlich wieder da sei. Es gab ja keine Begegnung. Die findet ja erst Ende Juni statt, dieses Treffen in Potsdam. Zunächst mal geplant auf halber Höhe zwischen München und Berlin. Jetzt ist es Potsdam geworden. Da stoßen wohl zwei sehr starke Egos aufeinander. Seehofer, der seine Egoismen und seine Egomanie zum Teil offen auslebt mit Polemiken, die er austeilt und gegen andere austeilt, auch gegen Merkel vor allem zurzeit. Und Angela Merkel, die das Ganze anders macht, die es still macht, die ihn entweder auflaufen lässt, was ihn dann auch wieder ärgert, oder die jetzt mittlerweile ihre Parteifreunde wie Schäuble und andere sich äußern lässt, sehr scharf gegen die CSU. Als erstes Echo, was von der Kanzlerin da kam. Und da ist wohl seit langer Zeit schon sehr viel Vertrauen beschädigt worden, sehr viele gegenseitige Kränkungen auch passiert, die nun eskalieren in einer Art und Weise, wie es nicht gut ist für die Unionsparteien, auf jeden Fall nicht, wahrscheinlich auch nicht fürs Land. Herr Fried, wie konnte es dazu kommen? Ich glaube, dass man diese ganzen persönlichen Dinge durchaus sehen muss, die schon genannt wurden, und auch diese totale Unterschiedlichkeit der Charaktere von Seehofer und Merkel, weil Frau Merkel ja auf diese Angriffe nie wirklich eingegangen ist und das den Herrn Seehofer möglicherweise noch mehr gereizt hat. Aber es hat schon auch einen inhaltlichen Kern, den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Und mich erinnert das immer an diese Zeit, als der Herr Seehofer stellvertretender Fraktionsvorsitzender war und gegen die Gesundheitsreformpläne von Frau Merkel vorgegangen ist. Es gibt einfach einen Unterschied bei den beiden in der Wahrnehmung, was diesem Land an Veränderung zuzumuten ist. Das war damals der Kern der Auseinandersetzung, dass Herr Seehofer gesagt hat, ein solcher Umbau des Sozialstaates ist den Leuten nicht zuzumuten. Und die Frau Merkel, die aus der ehemaligen DDR kam und gesagt hat, was wir erlebt haben, das werdet ihr hier im Westen sozusagen schon auch mal ertragen können, einen solchen Umbau, zumal in einer so komfortablen Situation. Das war der Streit damals.
Und dieses Mal hat der Herr Seehofer gesagt, eine solche Veränderung der Gesellschaft mit einem so hohen, teilweise ja, wie richtigerweise von ihm auch kritisiert wurde, ungehemmten Zustrom von Flüchtlingen, von Zuwanderern, das hält diese Gesellschaft nicht aus. Das ist der Kernunterschied gewesen. Und das hat dazu geführt, dass die beiden diesen Streit eben in einer Weise ausgetragen haben, wo ich nicht sagen würde, das ist nicht mehr, also die können nicht mehr zusammen, insbesondere die Parteien. Aber die entscheidende Frage für mich ist, wie, gesetzt den Fall, dass Frau Merkel nochmal antritt, will Herr Seehofer eigentlich sagen, diese Frau, die ich fast ein Jahr lang bekämpft habe, kritisiert habe, von der ich gesagt habe, sie hat schwere Fehler gemacht, die mute ich jetzt euch noch mal zu als Bundeskanzlerin für 4 Jahre. Auf diese Frage habe ich noch keine Antwort. Ja, es gibt ja Spekulationen in der CSU, dass der Herr Seehofer selber als Spitzenkandidat antritt. Und ich glaube, die sind bei allen Drohungen, die gerade unterwegs sind, ist das eine, die realistisch ist. Also, dass die sich das ernsthaft überlegen. Und ich teile Ihre Einschätzung. Das eine sind diese Spitzen, die natürlich immer wirken und die öffentlich wahrgenommen werden. Aber es ist eine inhaltliche Komponente drunter. Und es der Herr Seehofer hat jetzt eine Reihe von solchen Dialogveranstaltungen mit der Parteibasis gehabt, hat da, glaube ich, 2500 Menschen getroffen. Und da hat er auch das immer gehört, wir wollen nicht Merkel wählen. Oder es gibt die Freien Wähler in Bayern, die gesagt haben, also wenn das so kommt, ja, dann werden sie plakatieren, wer CSU wählt, wählt Merkel. Und insofern glaube ich, dass die CSU sich der Situation sehr bewusst ist und sich da überlegt, was sie da machen kann. Mhm. Wobei der Unmut gegen Merkel natürlich von Seehofer und Teilen der CSU noch extrem verschärft worden ist in der Bevölkerung, der natürlich da war, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, also nach dem September letzten Jahres. Aber dann hat ja meines Erachtens Angela Merkel so eine stillschweigende Kehrtwende längst eingeleitet in der Flüchtlingspolitik. Die Koalition hat eine Reihe von Asylgesetzen verschärft, eines nach dem anderen. Die Zahlen gingen stark zurück, auch wegen dieser Verschärfungen. Die Grenze in Idomeni ist dicht gemacht worden, die Balkanroute gibt es nicht mehr. Also das, was Seehofer gefordert hat, ist de facto schon längst passiert. Die Zahlen sind zurückgegangen. Es ist nur nie öffentlich erklärt worden von der Kanzlerin. Sie tut immer noch so, als ob die Willkommenskultur gilt. Dabei gilt sie so in der Art und Weise nicht mehr. Das hat ja auch Seehofer gefeiert, dass sie notariell beendet worden sei. Aber gerade das Wort Willkommenskultur, finde ich, zeigt noch mal sehr deutlich, worum der Konflikt auch noch geht. Für Frau Merkel geht es da um ein Lebensgefühl, nach dem Motto, die zu uns kommen auf einer berechtigten Grundlage. Es gibt einige, die kommen und können leider nicht bleiben, aber es gibt Leute, die kommen, die dürfen bleiben, die sollen aus humanitären Gründen bleiben können und da wollen wir eine Willkommenskultur ausstrahlen. Wie absurd das ist, dass Horst Seehofer das Ende der oder notariell besiegelte Ende der Willkommenskultur ausgerufen hat, wird deutlich, wenn man das umdreht. Also was sollte das Gegenteil von Willkommenskultur sein? Abschreckungskultur, Unfreundlichkeitskultur oder was auch immer. Also und da bekommt Horst Seehofer inzwischen auch aus der eigenen Partei und zum Beispiel auch von der katholischen Kirche richtig mächtig Gegenwind. Und das ist in Bayern, glaube ich, nicht egal, dass da gesagt wird, Moment mal, wir können ja darüber reden, wer bleiben darf und wer nicht bleiben darf. Aber dass wir ein freundliches Land sind, das sich auch nicht im Kern spalten lassen darf, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Wenn, wie von Herrn Fried beschrieben, der Kern zwischen den beiden ist, dass Frau Merkel Veränderungen vorantreiben will, auch in größeren Schritten, und Herr Seehofer bremst und bewahren will, ob aus Überzeugung oder aus taktischen Gründen, mag dahingestellt sein, dann ist natürlich die Entwicklung Ende August, Anfang September letzten Jahres mit tausenden Flüchtlingen am Tag automatisch eine Sollbruchstelle, weil große Veränderungen damit einhergegangen sind. Wie war es denn in der Sache? Horst Seehofer hat, soweit ich mich erinnere, als einer der ersten Politiker aus dem normalen demokratischen Spektrum geäußert, was nicht alle und vielleicht am Anfang auch nicht eine Mehrheit, aber was doch Millionen Menschen empfunden haben, dass da Dinge passieren, die man so nicht weiterlaufen lassen kann. Ich glaube, das ist ja tatsächlich so. Also jenseits dieser ganzen schrillen Töne und das mit dem Ende der Willkommenskultur ist besiegelt. Das war so ein Nachtreten gegen die Frau Merkel, weil sie das selber nicht erklären will. Aber jenseits dessen nehmen die ja tatsächlich Stimmungen auf. Und es ist ja wohl so, ich erlebe das auch so, dass Leute zunehmend genervt sind von dem Streit. Das schlägt sich aber nicht nieder in den Umfragewerten, die CSU in Bayern hat. Die haben aktuell wieder 48% bekommen. Das heißt, er formuliert, also selbst wenn der Herr Seehofer, der Herr Söder und der Herr Stoiber jetzt ein Schweigegelübde ablegen würden und würden bis Herbst nichts mehr sagen, dann wird das
was sie aussprechen, trotzdem noch da sein. Und es gäbe dafür in Bayern ein großes Wählerklientel. Ja? Also insofern ist, glaube ich, das immer, also der Herr Seehofer macht es den Leuten leicht, weil er dann ab und zu, was er sich Herrschaft des Unrechts und was weiß ich alles sagt. Aber das, was er formuliert, taucht dann quasi unter, also was weiß ich, der sagt ja eine Reihe von Sachen, die auch richtig sind. Zum Beispiel, dass sie für den Wahlkampf bestimmte Themen brauchen, die auch ziehen. Ja? Es geht bloß alles unter, was er normalerweise sagt. Und es geht auch unter, dass er da für Menschen spricht, die das formulieren wollen. Herr Fried. Es gibt ja, also, weil Sie es auch gerade angesprochen haben, dieses Phänomen, dass die CSU in den Umfragen ja unstreitig sehr gut dasteht im Vergleich zur CDU. Ich glaube ja, dass es eine Diskrepanz im Handeln und in der Rhetorik gibt bei der CSU. Und zwar, um es jetzt mal ganz zugespitzt zu formulieren, niemand, kein anderes Bundesland hat die Willkommenskultur so vorbildlich umgesetzt wie die Bayern. Das anerkennen ja auch SPD-regierte Ministerpräsidenten in anderen Ländern. Hier in Bayern wurde Geld in die Hand genommen. Da hat man eine Struktur geschaffen und ist eigentlich mit den Problemen relativ gut fertig geworden. Ne? Das ist das eine. Und damit meine ich jetzt mal nur die staatliche Seite. Und jenseits dessen hat es ja unheimlich viele Menschen auch gegeben, die ehrenamtlich, privat geholfen haben. Auch das ist in Bayern sicher nicht schlechter gewesen, wenn nicht besser als in vielen anderen Bundesländern. Und auf der anderen Seite ist immer noch diese Rhetorik, das, was man auf der einen Seite schafft, immer zu belegen mit dem, wir schaffen das nicht. Ja? Also es gibt einen Widerspruch im Handeln und im Reden in der CSU. Und das bedient aber natürlich diejenigen, die das skeptisch sehen. Und deswegen sind die Werte offensichtlich noch so gut, wobei man ja in Bayern immer AfD und Freie Wähler zusammenrechnen sollte, genau, als Protestpotenzial. Dann sieht es auch nicht mehr ganz so gut aus, aber man kann nicht bestreiten, dass die CSU sicherlich deutlich besser dasteht als die CDU. Davon Ackermann, Gunst. Was Niklas Fried sagt, geht vielleicht sogar noch ein bisschen weiter, nämlich, dass die CSU auch bei Sachen, bei denen sie nun mal nachweislich an Bord war, den Eindruck erweckt, damit haben wir nichts zu tun. Ein Beispiel ist der durchaus sehr umstrittene Türkei-Deal. Den hat die CSU Anfang November mitgetragen in einer Koalitionsvereinbarung. Inklusive Visaerleichterungen, inklusive Eröffnung neuer Beitrittskapitel. Man kann das mit der Türkei, da gibt es ganz, ganz viele Probleme. Und was ist in dieser furchtbaren Lage schon wirklich moralisch sauber? Das kann man durchaus kritisch sehen. Was ich aber bemängeln würde, ist, dass Horst Seehofer immer so tut, als wäre er nicht dabei gewesen, als sei das eine reine Merkel-Entscheidung gewesen. Und das ist mit Verlaub ein Spiel mit gezinkten Karten. Herr Junghans. Er könnte ja das Ganze auch als Erfolgsgeschichte verkaufen, gerade auch als bayerische Erfolgsgeschichte, weil, wie Herr Fried sagte, es funktioniert in Bayern wirklich sehr gut mit der Willkommenskultur. Bayern war am meisten belastet natürlich ab dem September, weil die meisten über Bayern gekommen sind. Aber es hat gut geklappt mit vielen Investitionen. Bayern lebt die Willkommenskultur und beendet sie nun zugleich. Das ist wirklich ein Paradox. Und stattdessen setzt Seehofer, was innerhalb der Partei auch doch ziemlich heftig kritisiert wird, von manchen auch gerade Älteren, Hans Mayer, der frühere Kultusminister, hat sich jetzt zu Wort gemeldet, setzt er jetzt auf diese Weltuntergangsrhetorik der AfD, als ob der Untergang des Abendlands bevorsteht. Das ist in Bayern natürlich keineswegs so. Die Bayern brüsten sich ja zu Recht ihrer guten Wirtschaftsdaten. Und Markus Söder reist Woche für Woche durchs Land, öffnet neue WLAN-Stationen, verteilt Gelder. Dem Land geht es prächtig, da steht kein Untergang bevor. Aber die CSU tut so, als ob so wäre. Und das halte ich für ziemlich gefährlich. Was Sie jetzt herausgearbeitet haben, sind im Grunde zwei sehr unterschiedliche Politikmodelle. Nicht? Nämlich, also, ja, wenn ich Ihre Analyse jetzt einfach mal so annehme, dann das CSU-Modell, dass man zwar Politik nach vernünftigen Regeln macht, so wie es sich gerade auch oder wie es gerade geboten ist, aber losgelöst davon formuliert, Dinge postuliert, schimpft, wie auch immer. Während Frau Merkel genauso pragmatisch oder ähnlich pragmatisch ist, aber dazu auch stehen will. Oder ist das falsch zugespitzt? Ich glaube, dass die CSU tatsächlich konservativer ist als die CDU. Mhm. Und das merkt man nicht bloß in der Flüchtlingspolitik. Man hat es gemerkt, also wenn es jetzt um Familienpolitik geht, auch mit Betreuungsgeld, das ja dieses Jahr diese Woche in Bayern dann jetzt halt auch eingeführt worden ist als Landesbetreuungsgeld. Man merkt es am Integrationsgesetz, da gibt es auch ein eigenes bayerisches, das deutlich schärfer ist. Und da haben sich, finde ich, tatsächlich zwei Parteien auch ein bisschen auseinanderentwickelt. Und die vertreten ihre unterschiedlichen Positionen. Und jeder natürlich aus seiner Sicht auch zu Recht. Also das ist der Grundkonflikt, der da herrscht. Und
Der Horst Seehofer hat jetzt am Wochenende hat er gesagt, es hätte früher so einen stillschweigenden Konsens gegeben, dass man quasi die Union arbeitet mit zwei, atmet mit zwei Lungenflügeln. Ja? Und die eine Seite besetzt die CSU, die andere die CDU. Und das zum gegenseitigen Nutzen bundesweit. Mhm. Und die haben den Eindruck, dass dieser Konsens aufgekündigt worden ist. Und das schmerzt sie deshalb so viel, weil sie immer die nächsten Wahlen im Blick haben. Sie denken, die Bundestagswahl wird vergeigt. Dann gibt es langwierige Koalitionsverhandlungen. Und nachher gehen sie mit dieser Bürde quasi ins Landtagswahljahr in Bayern. Und dann ist da ist quasi die absolute Mehrheit immer die Messlatte. Also das ist der Hintergrund, weshalb das so ist. Ist die CSU eine populistische Partei? Zum Teil auf jeden Fall. Also was Seehofer momentan macht, ist ja, geht in Richtung AfD-Töne, finde ich, und ist nicht erklärend, nicht werbend genug für die Politik, die stattfindet. Ist auch eine Diskrepanz zum Teil von dem, was in Bayern an Politik passiert und wie es von ihm dargestellt wird, was die Zukunft des Landes angeht. Also in Teilen ist sie populistisch, aber nicht überall. Also sie ist da durchaus vielschichtig und es tragen auch nicht alle diesen Kurs mit. Da gibt es viele, die durchaus Bedenken haben, die aber sich momentan noch zurückhalten. Also Horst Seehofer hat durchaus einen sehr, sehr wichtigen Punkt erkannt, dass man Stimmungen, die da sind, aufgreifen muss. Wenn die nicht aufgegriffen werden, das gilt sowohl für die Politik als auch für die Medien, wenn Bereiche tabuisiert werden, dann ist das ganz, ganz gefährlich. Die Leute verabschieden sich, suchen sich andere Kanäle buchstäblich und sagen, da mache ich nicht mit. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man auch Sorgen, zum Teil auch berechtigte Sorgen, benennt und sagt, wie gehen wir damit um? Das hat Frau Merkel auch jetzt versucht, indem sie gesagt hat, der soziale Wohnungsbau gilt für alle. Also man muss diese Sorgen aufgreifen und das ist ein Punkt, den Horst Seehofer normalerweise auch von seinem Talent her hervorragend leisten könnte, auch seine Partei als Ganzes. Die sind in der Tat nah an der Basis. Nur was sie mit dem Thema falsch gemacht haben und was diesen populistischen Effekt auslöst, ist die Tatsache, dass sie es immer auf die Person Merkel fokussiert haben und alles gegen Angela Merkel gedreht haben. Und das war aus meiner Sicht unnötig. Ich glaube, Horst Seehofer würde selber sagen, dass die CSU populistisch ist, weil er das ja immer auch als ein Kompliment versteht, dass man, so wie Frau von Ackern sagt, Meinungen und Stimmungen aus der Bevölkerung aufnimmt. Rechtspopulistisch, da hätte er wahrscheinlich schon eher seine Probleme. Aber das ist natürlich ein bisschen der Wettlauf, auf den er sich jetzt einzulassen scheint, den er nicht gewinnen kann. Eine Erfahrung, die man ja vor 10, 15 Jahren auf der linken Seite gut beobachten konnte, als die SPD versucht hat, die Linke sozusagen unschädlich zu machen, indem sie ihre Forderungen und Parolen übernommen hat, was immer dazu führt, dass der Konkurrent eben die Forderungen noch ein bisschen höher schraubt. Und das ist das, was jetzt auch auf der rechten Seite stattzufinden scheint. Lassen Sie uns ruhig über das Thema AfD reden. Für viele in der Bevölkerung ist die AfD eine Partei, die spaltet. Weiß nicht, 40-45% in Umfragen sagen, ich bin froh, dass da mal eine andere Partei erfolgreich ist und dass man es den regierenden Parteien mal zeigt. Die andere Seite der Bevölkerung hat große Sorge, sieht rechtsextreme Tendenzen in der AfD. Das ist die öffentliche Diskussion. Parteien sehen das ja ganz nüchtern strategisch. Die gucken einfach, wie komme ich zu einer Mehrheit und was hindert mich daran. Und es ist schlichte Mathematik, auch bei den Landtagswahlen zu beobachten gewesen, dass eine erstarkende AfD die natürliche Führungsrolle der CDU-CSU als Regierungspartei angreift und dass plötzlich die klassischen Koalitionen nicht mehr möglich sind. Insofern ist der Blick von der Union auf die AfD ja etwas sehr Legitimes und Nachvollziehbares. Die Frage, die diskutiert wird, ist ja, hat Horst Seehofer mit seiner Rhetorik die AfD groß gemacht oder trägt er mit seiner Politik dazu bei, sie in Grenzen zu halten? Da gibt es wahrscheinlich keine ganz einfache Antwort drauf. Also es ist natürlich so, das ist sehr nett, schön. Es ist natürlich so, dass sich ein gewisser Ärger über die Flüchtlingspolitik insbesondere mit einer Grundstimmung in diesem Land vermischt hat. Die da oben denken nur an sich, sichern ihre Pfründe und so weiter, das kennen wir ja alles auch. Und das ist der AfD durchaus zu Pass gekommen. Hinzu kommt, dass sie es ziemlich lange geschafft hat, auch wenn sie überlegen, was ihr ursprünglicher Gründungsimpetus war, nämlich die Euro-Krise, es geschafft hat, sich als eine rechtspopulistische Partei
ganz eindeutig im Rahmen des demokratischen Spektrums darzustellen. Ganz anders als die Republikaner oder die NPD, wo man von vornherein viel schärfer natürlich sie damals angegriffen hat, weil sie bewusst auch auf Rechtsaußen gesetzt haben. Ich glaube, dass es, weil Sie sagten, die AfD spaltet, das stimmt, aber auch sich selbst. Sie hat es ja einmal schon gemacht, also die Gründergeneration Lucke ist weg. Wir wissen nicht, was jetzt in diesem ganzen Streit zwischen Frau Petri einerseits und Herrn Gauland andererseits, was da die Konsequenzen sein werden. Das geht ja schon auch sehr vehement auseinander. Also das ist, glaube ich, ein Spiegel dessen, dass die AfD auch keine wirklich so homogene Partei ist, wie sie manchmal wahrgenommen wird, sondern da gibt es Menschen, die früher gut bürgerlich, hätte man gesagt, waren, konservativ, auch liberal in ihren Ansichten. Und das Spektrum reicht bis an den rechten Rand, ganz eindeutig. Und das ist, glaube ich, auch deswegen sehr schwer, da einen einfachen Umgang zu wählen, mit dem man diese Partei bekämpfen, finde ich schon so ein schwieriges Wort, also wie man mit denen umgehen kann und sie stellen kann in den schwierigen Positionen, die sie zweifellos an der einen oder anderen Stelle haben. Meine Frage war, was Seehofer bewirkt hat, Herr Jungkunz. Ich denke, man muss natürlich, Sie haben es schon erwähnt, Ängste der Bürger aufnehmen und aufgreifen, das ist die Aufgabe von Politik, aber es ist nicht ihre Aufgabe, diese Ängste zu verstärken und noch zu schüren, indem man dieses düstere Untergangsbild, das die AfD malt, aufgreift und selber verbreitet, weil die Lage eben nicht so ist. Im Land geht es gut, die Konjunkturprognosen sind alle herausragend. Es beginnt auch die Integration zum Teil zu funktionieren. Natürlich gibt es Probleme, die man nicht verschweigen kann, nicht verschweigen darf. Aber diese Untergangsszenarien, die nützen letztlich nur der AfD, weil die ist das Original, die macht das noch ungenierter, noch viel radikaler und legt immer noch eine Schippe drauf. Das ist jetzt zurzeit zu beobachten bei den Gauland-Äußerungen. Das ist ein munteres Spielchen und auf dieses Spielchen sollte man sich gar nicht erst einlassen. Ich finde, es gibt mehr Gründe. Also ich finde, dieser Grund ist ja Politikverdrossenheit und die war schon vor der Bundestagswahl 2013 da. Da haben die ja auch schon ein relativ gutes Ergebnis gehabt. Und ich denke, das sind Wählerschichten, die man normalerweise, solange sie nicht wirksam werden, indem sie in die Parlamente einrücken und Koalitionen gefährden, einfach gar nicht wahrgenommen hat. Also solange quasi dieses Protestpotenzial nicht stört im politischen Betrieb, hat man sich's nicht angeschaut. Nichtwähler stören nicht. Ja. Und das ist ja ein Phänomen, das ist in vielen Bereichen zu beobachten. Also auch Medien haben nicht mehr den Rückhalt wie genauso wie Volksparteien oder in der Kirche. Das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die sich da so eine Gegenöffentlichkeit schaffen, die ja dann teilweise gar nicht mehr erreichbar sind. Und das auf eine Person zu konzentrieren, das fände ich zu kurz. Und diese Spaltung, wo sie wirklich virulent ist, ist natürlich innerhalb der Union, wo wir nicht nur den Riss sehen zwischen CDU und CSU, sondern auch in Teile der CSU geht es ja ein als eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung. Horst Seehofer hat durchaus auch in der CDU Leute, die sagen, der Mann hat recht. Und diese Spaltung auf allen Seiten, wie das weitergeht in einer Gesellschaft, das kann man sich relativ gut angucken, zum Beispiel in den Niederlanden. Das ist ein Land, das war jahrelang sehr liberal, galt als sehr liberal. Da ist inzwischen Herr Wilders mit seiner Partei manchmal auf Platz 1, manchmal auf Platz 2. Und jetzt geht die Entwicklung da schon weiter. Jetzt haben sich die Migranten selber zusammengeschlossen und sagen, wir machen jetzt unseren eigenen Club auf. Und ich glaube, dass die Frage, die wir immer so getrennt diskutieren, wie geht es uns wirtschaftlich und wie ist die gesellschaftliche Lage, die kann man auch zusammen sehen. Ich glaube, dass die Tatsache, dass es uns wirtschaftlich lange so gut ging, nicht etwa Zufall war, sondern auch was damit zu tun hatte, dass wir ein starkes Zentrum hatten, und zwar ein gemeinsames. Wissen Sie, ich habe etwas gezögert, und weil Sie die Frage auch noch mal wiederholt haben, ob Herr Seehofer dazu beiträgt, die AfD stark zu machen. Ich glaube, dass wenn man das einseitig mit Ja beantwortet, ist es unfair, weil Frau Merkel trägt auch dazu bei, die AfD stark zu machen. Das kann gar kein Zweifel sein. Das weiß sie ja übrigens selber, dass sie mit ihrer Politik die Gesellschaft polarisiert hat. Der Punkt ist nur, die Tatsache, ob man eine Partei am rechten Rand stark macht, entscheidet noch nicht darüber, ob die Politik, die man macht, richtig oder falsch ist. Deswegen finde ich es sowohl bei Frau Merkel wie auch bei Herrn Seehofer schwierig, jetzt zu sagen, ihr macht die aber stark. Manchmal muss man vielleicht durch solche Täler durch. Ja? Also Gerhard Schröder ist auch mit der Agenda 2010
gegen den Widerstand angegangen, hat das durchgezogen, hat die Linkspartei als Erbe seiner Partei der SPD hinterlassen. Trotzdem kann man, glaube ich, lange Debatten darüber führen, ob die Politik nicht trotzdem richtig war. Ich fasse aber zusammen und entnehme vielen Ihrer Äußerungen, dass die Politik zumindest der Unionsparteien, der Regierungsparteien in den letzten Monaten ganz stark davon geprägt war, drauf zu gucken, was entsteht da an neue Partei, wie stark ist das, wie schafft man sich selbst so stark zu halten, dass man bei dem Wahlkalender, der vor uns liegt, auch eine Chance hat, wieder zu regieren. Und darauf würde ich jetzt gerne den Blick lenken, denn die Frage ist natürlich in der Tat richtig, welche Politik wird unter diesen Umständen gemacht. Der Eindruck, was die regierende Große Koalition angeht, war in den letzten Wochen nicht nur wegen der CSU, aber wegen eigentlich fast allen Sachthemen, die teilweise auch nicht sehr wichtig erschienen, dass das nicht mehr zusammenpasst und dass das eine Notgemeinschaft ist, die jetzt nach dem Wahlkalender noch bis zum Herbst 2017 regieren wird, aber dass man sich schwer vorstellen kann, dass dieses Bündnis dann auch erneuert wird. Frau von Ackeren, wir sind eigentlich jetzt am Beginn des Wahlkampfs. Mit der Personalie Gauck, die sehr wahrscheinlich anliegt, werden die nächsten Wochen davon geprägt sein, wer im Februar als Bundespräsident gewählt wird. Wir haben 4 Landtagswahlen noch oder 5 bis zur Bundestagswahl. Also im Grunde stellt sich von nun an die Frage, wer unser Land wie regieren wird. Kriegt diese Koalition das noch mal hin? Ich glaube in jedem Fall nicht, dass sie das Signal aussenden werden, wir möchten weitermachen. Die werden den Koalitionsvertrag abarbeiten, so wie sie es ja bei ehrlicher Betrachtung überwiegend schon seit Monaten tun. So wie malen nach Zahlen, malen die das dann aus und vervollständigen das. Aber die werden jetzt nicht die riesigen neuen Impulse setzen. Und es gibt sowohl bei der Union als auch bei der SPD den starken Willen, Signal der Eigenständigkeit zu setzen und sich nicht zu sehr in diese babylonische Gefangenschaft zu begeben. Und dann wird es richtig heiß. Natürlich wissen wir alle nicht, wie die Mehrheitsverhältnisse aussehen nach der nächsten Wahl. Davon hängt sowieso alles ab. Mhm. Aber es wird dann insofern sehr spannend, weil es in der CDU starke Kräfte gibt, die sagen, Schwarz-Grün finden wir interessant. Und das ist aus Sicht vieler in der CSU die absolut reine Katastrophe. Das haben auch Leute wie Alexander Dobrindt schon immer zu Protokoll gegeben. Und auch an dieser Frage könnte sich in den nächsten Wochen noch mal ein richtiger Konflikt auch auftun innerhalb der Union. Hm. Jungkunst, das scheint mir die eigentlich spannende Frage zu sein, oder? Dass die Große Koalition jetzt nicht mehr fortgesetzt werden soll, dass sie das beteuern, ist ja naheliegend. Die hatte offenbar auch zu diesem Politikverdruss, um den wir heute gesprochen haben, beigetragen. Die mehrmalige Große Koalition, das ist kein Dauerzustand, der sein sollte. Man wünschte sich ja mal einen Wettbewerb um zukunftsfähige Ideen für dieses Land, also dass man quasi das Wir schaffen das von Frau Merkel durchdekliniert. Wie können wir das denn schaffen? Was ist denn wirklich zu tun noch in Sachen Integration? Das ist ja alles nur angedeutet worden, also eine Erklärung, wohin die Regierung gehen will, gab es ja leider von dieser Kanzlerin nur selten. Da hat sie große Versäumnisse, finde ich, was das Erklären von Politik angeht. Und wenn die Parteien sich dann einen Wettbewerb um gute Zukunftsideen liefern könnten, würden, wäre es wünschenswert für die Zukunft des Landes und würde vielleicht auch von den Ängsten loskommen. Ja, aber ich spitze es noch mal zu und gehe an die andere Seite des Tisches. Also die Große Koalition hat sich ja abgenutzt. Wir haben zum ersten Mal ein Land gehabt mit Sachsen-Anhalt, wo die sogenannte Große Koalition nicht mal eine Regierungsmehrheit hat. Im Deutschland-Trend kommt man jetzt zusammengerechnet auf 53 für Union und SPD. Also da ist nicht mehr viel Luft nach unten. Insofern ist es doch normal, dass jetzt die größere Partei, die Union, guckt, mit wem können wir. Und dann gibt es erfolgreiche Modelle in Hessen, in Baden-Württemberg mit den Grünen, in zwei Ländern, wo man das jetzt, also in Hessen zumindest, zunächst nicht erwartet hätte. Das ist doch ein Modell, da kann die CSU überhaupt nicht dran vorbeigucken, oder? Ich glaube, dass die, also wenn die Mehrheitsverhältnisse so sind, dann wird sich jeder an einen Tisch setzen. Und dann halte ich das nicht für ausgeschlossen. Ich glaube, die Grünen haben damit mindestens genauso Bauchschmerzen mit so einer Koalition. Also für die wird das auch sehr, sehr schwierig. Also ob das dann zustande kommt, das würde, da hätten mehrere Seiten Probleme, da drüber zu springen. Aber die Frage dahinter, Herr Fried, ist ja, ob es denkbar ist, dass CDU und CSU mindestens mit der Vermutung von Einigkeit in den Wahlkampf gehen. Dass man das Gefühl hat, die wollen das Gleiche. Das ist die große Frage, ja. Und dann auch mit welchem Kandidaten, mit welcher Kandidatin. Ich halte es noch nicht ganz für entschieden, dass Frau Merkel wirklich nochmal antritt, auch wenn davon. Sie halten es nicht ganz für entschieden, dass Frau Merkel nochmal antritt? Ja, die ist im nächsten Jahr 12 Jahre im Amt. Sie hat selber erlebt, was 16 Jahre bedeuten können. Sie saß am Kabinettstisch in einer erlahmten Regierung, die nichts mehr zustande gebracht hat damals unter Helmut Kohl in ihren letzten 4 Jahren. Ich glaube, dass sie durchaus
den Wunsch oder den Impetus hat, selber zu entscheiden, wann Schluss ist mit der Politik und nicht unbedingt abgewählt werden möchte. Allerdings hat sie jetzt natürlich das Problem, wenn sie jetzt, das würde sie nicht jetzt in diesem Jahr, aber dann vor der nächsten Bundestagswahl sagen, dass sie nicht mehr antritt, dann würde es natürlich, wenn wir die jetzige Konstellation anschauen, aussehen wie ein, sie macht sich vom Acker. Ja. Andererseits, der richtige Zeitpunkt für einen Rücktritt dieser Art, den gibt es eigentlich nie. Ja. Aber diesen Eindruck der Unersetzlichkeit, der übrigens ja ein Problem von Herrn Seehofer durchaus ist, dass er gerne den Eindruck erwecken möchte, dass er unersetzlich ist, dass sie sich darüber hinwegsetzen kann, das traue ich ihr zu, aber ob sie es dann am Ende macht, weiß ich nicht. Frau van Ackern, ist vorstellbar, dass CDU und CSU den Eindruck erwecken, dass sie geeint und mit einem gleichen politischen Ziel oder ähnlichem politischen Ziel in den Wahlkampf gehen? Ich würde es auch für wesentlich wahrscheinlicher halten, dass sie sich ziemlich deutlich doch voneinander abgrenzen, dass sie sowas versuchen wie ein bisschen Gemeinsamkeit, aber durchaus eigene Abzweigungen. Das hat übrigens heute oder gestern der Generalsekretär auch noch mal gesagt, der CSU, der Herr Scheuer, Andreas Scheuer. Der hat gesagt, ja klar, haben wir natürlich einen eigenen, werden wir eigene Akzente setzen. Es ist immer die Rede von dem Bayern-Plan, den die CSU dann ergänzend zum Unionsprogramm machen will. Und dann finde ich es natürlich fast egal, ob sie ein gemeinsames Wahlprogramm haben oder nicht. Wenn, je nachdem, wie dick der Bayern-Plan ist, kann das natürlich die übrigen Pläne der Union aushebeln. Da gibt es zum Beispiel auch noch das große, große Thema Volksentscheid, direkte Demokratie. Das will die CSU sich jetzt wieder mal auf die Fahnen schreiben. Und das ist Angela Merkel richtiggehend verhasst. Also auch darüber könnten noch Auseinandersetzungen kommen. Mit Blick auf die Uhr, Einsatz, Herr Junkunz, Einsatz, Frau Schröpf. Gibt es Eintracht zwischen diesen Parteien im kommenden Wahlkampf? Es gibt ein Maß an Eintracht, das ausreicht, um die Union zusammenzuhalten. Es gibt aber auch ein Maß an Zwietracht, das vielleicht ausreicht, um beide Lager abzuschöpfen. Das eher Konservative und das eher Mittige, was das die CDU ja abdeckt. Also vielleicht sind diese Gegensätze auch ganz bewusst, um mehr Wählerpotenzial abzuschöpfen. Ich sehe es genauso. Also es gibt da nicht. Aber den Bayern-Plan gab es übrigens schon beim letzten Mal. Also den wird es wieder geben. Da wird die CSU sich einfach abgrenzen. Es war sympathisch, zwischen so viel bayerischen Kolleginnen und Kollegen oder zumindest mit Bezug nach Bayern zu sitzen. Bedanke mich sehr herzlich. Wenn Sie uns in der ARD zuschauen, gibt es jetzt das Europamagazin mit dem Bericht aus Brüssel. Auch da geht es um Parteienprobleme, Proteste gegen die PiS in Polen. Und wenn Sie bei Phoenix dabei sind, dann jetzt Presseclub nachgefragt. Lassen Sie es gut gehen. Schönen Sonntag aus Köln. Und willkommen zurück, Presseclub nachgefragt, im Radio bei WDR 5, im Fernsehen bei Phoenix. Jetzt sind Sie dran und wir starten bei Tobias Sudau in Berlin. Guten Tag, Herr Sudau, Sie haben das Wort. Ja, schönen guten Tag in die Runde. Meine Frage ist, wäre es nicht unglaubwürdig, wenn CDU und CSU dort zusammen weitermachen? Denn ich finde, diese Migrationsfrage ist eigentlich die wichtigste Frage unserer Zeit mit Abstand. Und die Positionen zwischen CDU und CSU, die sind ja, also da gibt es keinen Kompromiss, die sind ja nicht vereinbar. Entweder man hat ein offenes Grenzregime, wie Merkel es möchte, oder ein geschlossenes mit Kontingenten, wie Seehofer es möchte. Mhm. Und dazwischen gibt es ja eigentlich nichts. Also von daher ist meine Frage, wäre es dann nicht unglaubwürdig, würde man da jetzt zusammen weitermachen? Wer mag? Da geht ja das quer durch die Parteien. Also das, ich glaube, das kann man nicht so einheitlich auf CSU und CDU auftrennen, weil es gibt in der CDU diejenigen, die eher auf Seehofers Seite liegen, wie Sie es schon erwähnt hatten. Und auch die CSU ist nicht ganz so einseitig auf Seehofers Seite. Auch da gibt es eher Skeptiker und welche, die Merkels Kurs befürworten, durchaus. Aber ich finde, Herr Sudau hat durchaus recht mit dem Hinweis, dass das ein so fundamentaler Unterschied ist. Das ist ja kein Detail, sondern das ist die aktuelle politische Schlüsselfrage, dass die Union, glaube ich, wirklich gut daran tut, sich da irgendwie zu einigen. Ja. Denn ansonsten ist der Effekt für beide Seiten vermutlich doch fatal. Mhm. Herr Sudau, danke schön. Aber die Glaubwürdigkeitsfrage, wir können sie nicht beantworten. Sie stellt sich. Und die Tatsache, dass Sie sie stellen, zeigt einfach, dass sie im Raum ist und die Politik begleiten wird der beiden Parteien in den nächsten Wochen. Wir gehen nach Düren. Wolfgang Altmann. Guten Tag, Herr Altmann. Guten Tag allerseits. Ich habe die Frage, glauben Sie, dass der Konflikt zwischen Merkel und Seehofer wirklich echt ist? Wenn ich mir vorstelle, der Politikberater, jetzt reine Fantasie, einer politischen Gruppierung zu sein, die über Jahre hinweg eine Politik gegen die Bevölkerung macht und denen so langsam die Wähler ausgehen, da würde ich so ein Gegenspiel Dr. Merkel, Mr. Seehofer sehr gerne inszenieren. Einfach um das auch zu katalysieren und so diese reinigende Wirkung dann zu haben, um das wirklich wegzuleben, damit die Bevölkerung das eben auch so empfinden kann. Ja, also die Theorie kannte ich noch nicht. Das ist altes griechisches Theater. Das wird seit 3000 Jahren auch in der Politik immer gemacht. Das ist nicht neu.
Herr Altmann, danke. Ich gebe mal den Hinweis an die Tonregie. Die Einspielung im Studio ist sehr laut. Ich bin nicht sicher, welche Rückwirkungen das hat. Ja, wer mag, Herr Fried? Ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Gedanken macht man sich manchmal, ja, weil es ja so unvorstellbar ist teilweise, was sich da abspielt, ob es inszeniert ist. Aber erstens glaube ich, das kann man so nicht inszenieren. Dafür sind auch zu viele Unwägbarkeiten dabei. Allein schon die äußeren Einflüsse, wenn Sie den Flüchtlingszuzug sich anschauen, das ist ja nichts, was man... Also das müsste schon ein großer Regisseur sein, der das alles unter Kontrolle hat. Und das Zweite ist, wenn man das also ein bisschen aus der Nähe erlebt, dann merkt man schon, dass gerade die persönlichen Frustrationen zwischen Seehofer und Merkel, glaube ich, sind schon sehr echt. Und im Übrigen ist es ja keine wirklich erfolgreiche Inszenierung. Also wir haben ja über die Umfragewerte gesprochen und über die Glaubwürdigkeitsprobleme. Also ich glaube schon, dass das letztlich den beiden eher schadet als nützt. Und von daher wäre es eine Inszenierung, wie wir sie oft an Stadttheatern haben, experimentell, aber leider nicht erfolgreich. Impro-Theater. Vielleicht wird sie deshalb jetzt abgesetzt. Herr Altmann, bedanke mich. Aber ganz von der Hand zu weisen ist Ihr Gedanke wirklich nicht. Danke auch. Tschüss nach Düren. Jetzt gehen wir nach Münster. Ich nehme an, Münster in Westfalen. Christel König. Guten Tag, Frau König. Guten Tag, ja, in Münster in Westfalen, das ist richtig. Schönen guten Tag in die Runde. Ich habe einen Vorschlag. Ich würde mal versuchen, Herrn Seehofer die Nachfolge des Herrn Gauks anzutragen. Eventuell fühlt er sich mit dem hohen Posten wohl und ist aus der aktiven Politik in Berlin mit Frau Merkel raus und der Frieden kann wiederhergestellt werden. Das ist auch eine interessante Idee. Ist die jetzt von Ihnen taktisch oder finden Sie das in der Sache gut? Ich fände es taktisch, aber es wäre einfach einfacher. Nur die Frage, ob er den Posten annehmen würde. Ja. Aber Sie müssen nicht, aber Sie sind meiner Frage jetzt ausgewichen, ob Sie das gut finden. Oder ist der LSU der Gedanke hinter, dann ist er aus dem Weg und das Amt ist nicht so wichtig? Ja, in Bayern wird das ein anderer übernehmen und da würde sich freuen. Sich einer finden. Ja. Frau König, ich bin Ihnen sehr dankbar. Das ist ein guter Einwurf. Pardon. Aber man kann das ja sehr ernsthaft als Frage mal denken. Also ja, warum soll nicht ein langjähriger Ministerpräsident und ein erfahrener Politiker wie er sagen, ich würde das gerne machen? Er hat es ja schon mal kurzzeitig gemacht in Vertretung für den Herrn Wulff. Okay, ja, als Bundesratspräsident. Genau. Den Herrn Söder wird es sehr freuen. Ja. Also der wird sofort die Stafette übernehmen. Ja, bisher ist er noch bei niemandem auf dem Zettel. Er hat sich, glaube ich, jetzt auch ein paar Feinde gemacht. Also er muss ja eine Mehrheit bekommen. Das eine ist, also jetzt angenommen, die Union würde sich darauf einigen, brauchen es trotzdem eine Mehrheit für ihn. Wäre sein Motto dann auch versöhnen statt spalten? Man weiß nicht, okay. Viel sagen das Schweigen. Die Frage, welche Mehrheit er bekommen könnte, also Schwarz-Grün ist nicht unbedingt das Seehofer-Signal. Also es wäre dann eher wieder Richtung große Koalition dann, wenn und ob sie das nochmal wollen. Aber der Horst und der Sigmar waren in die Debatte geworfen werden, kann der Name wahrscheinlich im Laufe der Debatte, die ja viele Namen bringt, schon. Wir bedanken uns in Münster. So, jetzt ist Kolbermoor auch rausgefallen, da wollte ich eigentlich hin, aber dann gehen wir nach Berlin. Eckhard Heinrich, guten Tag, Herr Heinrich. Ja, guten Tag an die Runde. Meine Frage, sollte nicht die Bundeskanzlerin sagen, es reicht, die CSU stellt ihr eigenes Wahlprogramm auf und tritt eigenständig zur Bundestagswahl an, um letzten Endes zu zeigen, wer hier die Hosen anhat. Mhm. Machtwort sozusagen. Ein Machtwort, genau. Die Botschaft, das lasse ich mir nicht mehr bieten. Richtig, die Geduld ist erschöpft. Ja. Machtwort, jetzt sollen sie selbst antreten. Und dann würde man sehen, wie schnell das Ganze in sich zusammenbricht. Ja, es gab auch CSU-Politiker, die das inzwischen aufgegriffen haben. Es hat der eben schon zitierte Hans Meyer ins Spiel gebracht und gesagt, okay, wenn die CSU sagt, wir machen uns in Anführungsstrichen selbstständig, wird die CDU antworten und dann könnte es Stimmverluste geben, wertvolle Verluste wertvoller Stimmen, die dann zum Beispiel in Schwaben, in Franken oder auch in München wirklich wichtige Stimmen kosten würden, nämlich die CSU. Also ich glaube, an dem Gedankenspiel hat dann am Ende die CSU auch nicht so große Freude und auch der frühere CDU-Generalsekretär Heiner Geißler hat sich ja vor einigen Tagen schon mit dem Gedankenspiel ein bisschen
beliebt oder unbeliebt. Aber mal losgelöst von der Frage, ob die CDU dann ein eigenes Programm aufstellt und alleine agiert, das Gefühl, wie lange kann eine Kanzlerin sich das bieten lassen, bis sie ein Machtwort spricht, das kann ich ganz gut verstehen. Ja, aber da ist sie natürlich Traditionalistin, würde sie, das hat sie übrigens auch öffentlich in letzter Zeit wiederholt gemacht, dass sie diesen Unionsgedanken, der zum Gründungsmythos, wenn Sie so wollen, der CDU und auch der CSU gehören, insbesondere aber der CDU, dass man nämlich gerade so unterschiedliche gesellschaftliche Strömungen, damals waren es vor allem Konfessionen, aber auch Herkünfte, regionale Besonderheiten eben integrieren kann und gerade nicht auf eine Spaltung hinarbeitet, den betont sie ja in letzter Zeit sehr stark. Ich glaube, dass das für Frau Merkel alles Gedankenspielereien wären, mit denen sie sich nicht ernsthaft beschäftigt, weil sie eine Anhängerin des Unionsgedanken ist. Und ich würde auch die Frage unterschiedliche Programme nicht zu skeptisch sehen. Das hat es immer gegeben. Also die Maut, wenn Sie sich erinnern, war ja nun nicht etwas, was CDU und CSU gemeinsam vorangetrieben haben im letzten Wahlkampf. Frau Merkel hat im Duell gesagt, die wird nicht kommen. So, sie hat übrigens recht behalten. Ja, auf eine Weise, die sie, glaube ich, nicht erwartet hat. Die entscheidende Frage ist doch selbst, wenn man sagt, wir treten mit unterschiedlichen Programmen an und meinetwegen sogar mit einem Spitzenkandidaten Horst Seehofer, der ja im Ernst keine Chance hat, dann zum Bundeskanzler gewählt zu werden, dann ist die Frage, die in personalisierten Wahlkämpfen, wie wir sie doch seit Jahren und Jahrzehnten jetzt immer stärker erleben, und wen wählt ihr hinterher zum Bundeskanzler, ist es vorstellbar, dass die CSU sich dann mit Sigmar Gabriel zusammentut und den zum Bundeskanzler wählt, das ist ja alles nicht vorstellbar. Und das ist, glaube ich, diese Personalfrage ist der Kern, den beide Parteien und insbesondere die CSU lösen muss. Dankeschön, Herr Heinrich. Jetzt gehen wir nach, da habe ich daneben gedrückt, nach Tegernau in Baden zu Elke Bader. So ist das richtig, Frau Bader? Das ist soweit richtig. Nur Guten Tegernau Tag. Ist zwar die Vorwahl gewesen, aber korrekt komme ich aus der Gemeinde Steinen. Aber alles sind wir hier im Landkreis Lörrach. Dann willkommen aus dem ganz südwestlichen Winkel unseres Landes und Sie haben das Wort. Ja, ich bin der Auffassung, dass in der Debatte um den Umgang der Vorsitzenden miteinander, die Vorsitzenden von CDU und CSU, durchaus auch eine Perspektiverweiterung not tun könnte. Wir sollten vielleicht nicht ausschließlich den Umgang des Herrn Seehofer mit Frau Merkel thematisieren, sondern vice versa, vielleicht auch den Umgang der Frau Merkel mit Herrn Seehofer. Ich bin nämlich der Auffassung, dass ja nun durchaus ihr Linksruck sie von der CSU entfernt hat und nicht umgekehrt. Also, man merkt sich zum Beispiel in der Familienpolitik, wo eben halt durchaus sie ja nicht dem entgegensteht, dass monetär durch Niedriglöhne gewaltsam eingeführte beidseitig berufstätige Elternschaft mit outgesourcten Kindern, das kann eine CSU logischerweise nicht gut finden. Das heißt, Sie sagen, man kann es auch anders sehen, kann sagen, der Auslöser ist gar nicht Horst Seehofers Reaktion auf die Flüchtlingssituation, sondern das hat viel früher angefangen mit Frau Merkel, die die CDU anders positioniert hat. Und was die Politikverdrossenheit angeht, ich verstehe. Ja, Sie dürfen den Satz gerne noch zu Ende führen. Ich hatte Sie jetzt leider nicht verstanden im Telefon. Aber was die Politikverdrossenheit von der Bevölkerung angeht, die man ja immer wieder auch thematisiert, kann auch durchaus eine alternativlos Darstellung von Politik, die ja jede andere Auffassung dann von vornherein diskreditiert, durchaus auch mit herangezogen werden. Frau Bader, ich bedanke mich. Sie haben das deutlich gemacht. Gut. Ihre Sichtweise, will jemand kurz was dazu sagen? Also das Erste, was Sie gesagt haben, Frau Bader, ist in der Tat genau das, was die CDU und die CSU trennt. Und das ist im Kern auch nicht so leicht zu überbrücken, weil die einfach von unterschiedlichen Punkten ausgehen und tendenziell in der Tat die CSU, nennen wir es mal vorübergehend, konservativer ist. Also genau das ist der Kernkonflikt und der ist auch so leicht nicht zu überbrücken. Danke jedenfalls, dass Sie die Perspektive noch mal ein bisschen verrückt haben. Das Gefühl hatten, wir hauen da einseitig auf eine Seite drauf. Jetzt würde ich gerne noch zwei Anrufer nehmen zum Thema Bundespräsident. Dazu gibt es nämlich auch einiges. Und ich würde sagen, wir machen das einfach zum Ende der Sendung jetzt schnell hintereinander und versuchen dann zu antworten. Zunächst Sie, Sabine Heitsch in Stadthagen. Braucht Deutschland, wenn ein 76-Jähriger geht, aus gesundheitlichen Gründen, einen neuen 76-jährigen Rollstuhlfahrer wie Herrn Schäuble,
um das Land als Staatsoberhaupt zu führen. Und ich sehe das, weil ich selber auf die 70 zugehe und schwerbehindert bin, das ist nicht Behindertendiskriminierung und nicht als Altersdiskriminierung gemeint, sondern nur Deutschland braucht einen Jüngeren. Klare Botschaft, werden wir gleich eine Reaktion drauf hören. Aber mit der Frage des neuen Bundespräsidenten beschäftigt sich auch Holger Mayroll aus Kolbermoor bei Rosenheim, den ich eben schon mal in die Leitung nehmen wollte. Bitte schön, Herr Mayroll, Ihre Anmerkung. Ja, guten Tag nach Köln. Sie hören mich, ja? Ich höre Sie. Möglicherweise haben Sie irgendwo den Fernseher noch im Hintergrund laufen, dann sollten Sie ihn bitte wegdrücken. Jetzt bin ich am... Jetzt sind Sie klar da. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja. Und zwar zu dem ersten Komplex, die Wahl des Bundespräsidenten. Es widerspricht meinem demokratischen Verständnis, dass der Bundespräsident von der Bundesversammlung gewählt wird. Das sind ungefähr, glaube ich, 1200 Leute, die das wählen. Warum wird er nicht vom Volk gewählt, wie es zum Beispiel in Österreich ist? Herr Mayroll, ich mache da einen Punkt, weil dann können wir noch auf die beiden Sachen reagieren. Bedanke mich herzlich. Tschüss nach Kolbermoor. Wer mag zu einem der beiden Punkte? Ich finde, das Alter ist nicht unbedingt ein Argument. In Österreich ist jetzt ein 72-Jähriger zum Bundespräsidenten gewählt worden. Schäuble ist 73. Gauck war noch älter und hat es gut bewältigt, seine Periode. Das ist nicht ausschlaggebend, finde ich, wenn die Persönlichkeit für geeignet erscheint wird. Nicht um recht zu behalten, Gauck war, ich glaube, 71, als er ins Amt kam. Also insofern wäre Schäuble... Und der bislang älteste. Das Thema Bundesversammlung ist halt wieder das Thema direkte Demokratie. Wie viel will man da zulassen, wie viel nicht? Das ist ja aus den Erfahrungen der Geschichte entstanden, dass wir die Bundesversammlung haben und eben nicht mehr die Direktwahl, weil es da eben die Erlebnisse und Ereignisse in Zeiten vor dem Nationalsozialismus gegeben hat mit der Direktwahl, wo dann die Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie hätten sein sollen für die Demokratie. Das ist eine Frage, die man diskutieren kann. Eine Direktwahl legitimiert den Bundespräsidenten in einer Weise, die ihn stärken würde gegenüber der Regierung. Das ist der Grundgedanke, der dahinter steht. Es ist ein repräsentatives Amt. Und wenn ein Bundespräsident quasi vom Volk gewählt wird, möglicherweise auch aus einer Protesthaltung gegen die amtierende Regierung heraus, hat er eine Machtposition, die in der Verfassung so nicht vorgesehen ist. Dazu nur ein Gegengedanke, weil dieses Argument ja immer genannt wird. Man kann natürlich auch sagen, wir sind so unversöhnt teilweise zwischen Volk und Politik und Volk und Regierung im Moment, dass es vielleicht schon ausreichen würde, wenn ein Bundespräsident einfach das Mandat hätte, sich frei gewählt, selbst gewählt, stärker zu äußern, wenn man nur seine Worte ernster nehmen müsste. Das kann man so sehen, aber ich glaube, natürlich ist jeder, der vom Volk gewählt wird, auch in gewisser Weise seiner Wählerschaft verpflichtet. Er müsste ja auch mit einem gewissen, ich will nicht sagen Programm, aber mit Ansichten und so antreten. Und wenn wir gerade die letzten Jahre anschauen, was Herrn Gauck ja doch ganz gut gelungen ist, auch in dieser schwierigen Diskussion über Migration und Flüchtlinge, sich mit keiner Seite wirklich gemein zu machen, sondern den Versuch zu unternehmen, alle Gedanken zu berücksichtigen und zu integrieren. Bedanke mich. Die Zeit läuft ab. Schön, dass Sie dabei waren. Bei Phoenix jetzt direkt anschließend die Karlsruher Verfassungsgespräche, die sich noch mal mit den rechtlichen Fragen der Einwanderung beschäftigen. Spannend, verspreche ich Ihnen. Tschüss, schönen Sonntag.